Ich habe auch schon überlegt, ob ich eventuell, ich weiß, ihr wünscht euch ja diese Ansagen und sowas, aber ich habe das mal zum Beispiel von dem guten Gronkh. Der macht das ja so, dass er eben halt viel, viel aufnimmt und dann sagt er eben halt, wenn die Aufnahmesession beginnt, begrüßt er alle und wenn sie die Aufnahmesession abläuft, verabschiedet er sich. Aber zwischen den einzelnen Aufnahmen in der Session macht er weder eine An- noch eine Abmoderation. Ich weiß, ihr wünscht euch das, macht er, würde aber das Leben ein bisschen leichter machen. Habe ich ja mal ausprobiert. War jetzt kein Kill, also war jetzt nicht so, dass ihr dadurch nicht mehr spielen konntet, also zugucken konntet. Okay, wenn wir nach Norden laufen, guck mal hier, suche nach einem Stein, hier funktioniert es. Weil wir an der Küste, oh, wir sind Mexikaner. Naja, oder irgendwas in diese Richtung. I have found. Wir haben was gefunden und bevor das nicht mehr geht, mache ich mir auch gleich ein Messer draus. Mit Steinmesser könnte man übrigens auch anfangen. So, meine Freunde. Und jetzt laufen wir los. So. 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 Wir können auf jeden Fall jetzt unser T-Shirt vom Messer machen. Also in Elektro waren Schüsse. Da war auf jeden Fall was los. Tscherno kann ich jetzt nicht sagen. Da, so weit bin ich leider nicht gekommen. Ich glaube, ich wurde erschossen. Aber ich habe nicht mal einen Schuss gehört. Sehr traurig. Das sollte man auf jeden Fall noch hören. Ich möchte wenigstens wissen, warum ich gestorben bin. Wäre mal ganz nice und nicht einfach nur tot umfallen. Haare durch die Cap. Okay, egal. Wir haben halt ziemlich starke Haare. Da ist so viel Gel drin, dass man damit Caps durchstechen kann. Ich könnte jetzt nach ins Landesinnere laufen, wäre in die Richtung. Oder wir laufen einfach mal in die nächste Stadt. Wir gucken mal, was hier ein bisschen los ist. Wunderschöne Grafik. Im Vergleich zu vielen anderen. Ja, das mit den Bäumen. Ah, der Schattenaufbau. Mäh. Aber ansonsten, schön. Wir haben ein Steinmesser. Da. Ein Stein, guck mal, sowas. Damit könnte man anfangen. Könnte man sich den irgendwo selber zum Steinmesser machen, wenn man. Ne? Aber mit einem Stein kann man wirklich anfangen. Nein, ich fange dafür mit einer Fackel an. Warum habe ich eine Road Flare? Ich meine, habt ihr zu Hause so eine Road Flare bei euch im Keller? In der Garage, in der Schublade? In der Hosentasche? Ein Stück Stoff? Ja gut, zerfetzte Kleidung. Da könnte man sich irgendwie ein Taschentuch, Stofftaschentuch oder sowas. Ich weiß es nicht. Ist okay. Ist schon grenzwertig. Aber ein Stein? Nö. Wo sollte man denn schon einen Stein hernehmen? Gut, ich habe jetzt auch keinen Stein in der Tasche. Liegt vielleicht daran, dass ich erstens nicht in so einer Umgebung wohne. Oder ich auch eine Küche habe mit Messern. Vielleicht. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass man draußen mehr Steine findet als hier. Hops. Hey. Irgendwie hakelt die Steuerung ein bisschen. Ach ja, da läuft ja mal einen Meter weiter, ne? Das muss man ja mal kurz vorher stehen bleiben. Oh, was war das denn? Irgendwas ist hier fischig. Gerade. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Maussteuerung ist ein bisschen komisch. Dass die Maus hier nicht richtig funktioniert, warum auch immer. Also, in dem Spiel nicht richtig umgesetzt wird, so rum. Ja. Die gute Tür. Hat sich eigentlich einer von euch in letzter Zeit mal wieder ein Auto zusammengebaut? Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Auto gefahren bin. Der sieht ja mies aus. Der sieht schlimmer aus als der Zombie da drüben. Nichts gegen den. Das ist ja auch ein Bambi. Das sah aus wie ein Geist, ey. Richtig mies.
Ich freue mich übrigens, dass im Verhältnis dazu, ich meine, viele mögen ja nicht Magic gucken, weil sie damit nichts anfangen können. Viele wissen auch gar nicht, dass das zum Beispiel bei mir läuft. Und ich freue mich darüber, dass ich trotzdem genug Leute habe, genug in Anführungsstrichen, die das auf jeden Fall gucken, sodass ich sage, es freut mich und damit auch weitermachen zu können. Momentan ist es halt so, ich habe mich für Magic entschieden. Ich nehme ein paar Folgen auf. Und jeden Tag kommt eine Folge raus, bis ich dann eben so 5-6 Folgen habe, je nach Länge und sowas und auch nach Lust. Ich versuche es halt so um die 5 Folgen. Und dann kann man sich am Wochenende alle angucken hintereinander. Dann hat man eben halt so 5 Matches, die man sich hintereinander angucken kann. Oder man guckt sich jeden Tag halt eine Folge an. So, und am Wochenende kommt halt keine neue Folge raus, sondern da kann man sich, wie gesagt, alle angucken. Und genauso wird das auch genutzt. Das ist richtig, richtig cool und das freut mich auch. Also es wird genauso von euch umgesetzt, wie ich es mir auch gedacht habe, mit dem Gucken, dass sich das jeder so ein bisschen selbst ausgucken kann. Manche wollen vielleicht täglich mal ganz kurz was sehen. Hallo? Wieso legt er sich denn nicht mehr hin? Hat er doch eben auch gemacht. Und manche wollen hier mal halt ganz viele Spiele hintereinander sehen, weil sie vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben. Naja, und mich freut's. Magic, für die, die es nicht wissen, das ist ein Kartenspiel. Und da muss man natürlich mit einem selbstgebauten Deck antreten, im Normal zumindest, so wie ich spiele. Hat man da jeder hat ein vorgebautes Deck, das hat besondere Formatsbedingungen, in denen man spielt. Und ja, und dann tritt man gegen andere an und guckt, wie man... Man muss natürlich die Karten mischen, ist nicht, dass man sich die hinlegt, sondern man mischt die dann und dann guckt man eben halt, wer besser zieht. Und dementsprechend muss man dann halt ein Duell gegeneinander antreten. Für einige, die man dann nichts anfangen können, aber jeder kennt es irgendwie. Yu-Gi-Oh! Zum Beispiel ist eine einfache Form dessen. Deutlich einfacher. Batterie brauche ich jetzt mal nicht. Naja, und da spiele ich dann halt gegen andere Spieler im Internet und dann gucken wir uns mal so ein paar Decks an. Alte Decks, neue Decks. Neu bedeutet aktuell, die ich momentan so aktuell spielen würde. Ich krieg das dann mit diesem Links-Rechts-Grad hier. Voll im Friemel. Naja, und da habe ich immer, das ist immer Best of Three. Das bedeutet, man muss 2 Partien gewinnen. Eine darf man verlieren. Und wer als erstes 2 gewonnen hat, hat halt gewonnen. Nach der ersten Runde darf man sideboarden. Das heißt, Karten, die man, 15 Karten, die man im Sideboard hat. Das ist ein kleiner Haufen am Rande, die man mitgenommen hat. Damit darf man dann die Karten tauschen. Und ein paar dazu packen. Naja, so ungefähr müsst ihr euch das vorstellen. Ist ein sehr, sehr geiles Spiel. Und es ist halt echt, ne? Also kein Computerspiel wie das hier. Zumindest wir spielen es am PC. Geht halt auch. Aber man muss es halt nicht am PC spielen. Ja, ich box mal nicht mehr die Olle weg. Oder den Ollen. Weil ich habe mit, ja, ich weiß ja noch, Zombies sind ein bisschen krasser. Schade, dass man immer nur einen einzigen Buddy sowas hat. Ne? Wenn ich mich so ein bisschen dick anziehen könnte, ich auch mir einen Hut aufsetzen oder sowas. Und könnte mich versuchen, als Zombie zu tarnen. Ja, wäre cool. Ich muss mich jetzt leider einmal hauen lassen. Sonst werde ich den ja nicht mehr los. Danke für das Update. Na gut, so sind die Zombies ein bisschen krasser. Das ist aber schon fast ein bisschen zu krass. Dass ich sie gar nicht mehr wirklich los werde. Naja, aber ich überlege aber bei The Walking Dead. Wenn ich den mit einer Axt einmal in den Kopf haue, ist er tot. Hier muss ich ihn 2-3 Mal hauen. Okay, wenn ich eine Axt hätte. Mit bloßen Fäusten. Ja gut, damit kriegt man wahrscheinlich keinen Zombie tot. Ich glaube auch nicht, dass wir hier noch irgendwas finden. Wie gesagt, wir sind auf einem vollen Server. Die schwarzen Punkte sind halt sehr auffällig. Ja, der hatte ja auch keinen Bock mehr, jetzt weiterzuleben.
Ich habe mir nur halt die Frage gestellt, lohnt es sich überhaupt noch, geil looten zu gehen? Ich meine, wir looten uns einmal mega geil auf und dann letzte Folge, vorletzte Folge. Ich denke mir, ich werde einen Cut machen. Weiß ich noch nicht. Die eine Folge, ihr wisst schon, die legendäre. Nein, die Folge. Das finde ich dann so ungeil. Das finde ich richtig, richtig ungeil. Wenn man, dann kommt man nicht mehr ins Spiel, man spawnt immer down woanders, man hat keine Chance, seine Sachen wiederzuholen und. Und das zieht sich dann wie so ein Friemel durch. Und ich meine, es wird schon von den Admins beim Einloggen gewarnt, dass hier Hacker, wie gesagt, weiter unterwegs sind. Klar, es gibt überall Hacker, ohne Frage. Aber DayZ ist halt, ja, durchzogen ist, glaube ich, das beste Wort. Überschwemmt wäre wahrscheinlich wieder zu viel. Dementsprechend ist durchzogen, glaube ich, ein ganz guter Ausdruck dafür. Tja. Zu wenig in der Entwicklung. Und zu viele Hacker. Krass, die haben, dann würde ich fast schon sagen, die Hacker haben mehr Arbeit in Westen. Ja, mehr ist falsch. Kontinuierlicher Arbeit hier reingesteckt, als die Entwickler gefühlt für die Endbenutzer, also uns, User. Deren Software war immer aktuell und funktionierte. Ich habe übrigens einen relativ guten Ping zu diesem Server. Falls der ein oder andere sich denkt, ah, dieses Links-Rechts kommt vielleicht daher, dass ich eine schlechte Verbindung habe. Nein, für DayZ-Verhältnisse war die super. Walkie-talkie. Ja, hätte ich eine Batterie, hätte ich die anderen vollsuppeln können. Übrigens, Zombies haben komischerweise nie schwarze Köpfe. Es haben nur Spieler. Aber es ist auch schon mies schlimmer, wo ihr lauft hier rum. Ihr seht überall durch diese blöden Nebel, hätte ich fast gesagt. Durch diesen Nebel, den ihr habt, ist alles so leicht gräulich. Und ihr seht Gestalten. Da hinten zum Beispiel. Jetzt wisst ihr nicht, ist das ein Zombie oder ein Spieler. Wenn aber ein schwarzes Loch als Punkt rumläuft, wisst ihr ganz genau, oh, da ist ein Spieler. Nice. Ist kein Zombie, dann könnt ihr schon vorher ziehen, ohne gucken zu müssen. Ja, da Spieler, schwarzes Loch. Noch einer, der sich mit einem Rack umgebracht hat, den ich nicht nehmen kann. Aber wir können ja... So. Dankeschön, junge Dame. Wir können ja die T-Shirts zerreißen. Das ist so schade. Jedes Mal, wenn ich hier gegen die Sonne gucke und mir die Grafik angucke, denke ich mir, es ist so schade, was aus DayZ geworden oder nicht geworden ist. Ich wurde mal gefragt, wie ich denn, weil ich ja schon die Idee hatte, von wegen das hier als Battle Royale, dass das geil werden, meine ich, will man das denn umsetzen? Die Karte ist doch viel zu groß, dann meine ich, ja, dann müsste eine Runde halt nicht 20 Minuten gehen, sondern dann geht sie halt eine Stunde, genauso, dass man dann nicht alle an einer Küste spawnt, sondern überall über die Karte verteilt. Und wenn dann der Loot noch mehr oder weniger gleichmäßig verteilt wäre, wie es tatsächlich früher ja mal war, so dass jeder eine Chance hat, eine vernünftige Waffe theoretisch überall zu finden. Zumindest, was heißt, man muss ja keine M4 hier in dem Haus finden, aber eine Schrotflinte, damit könnte man ja anfangen, etc. So dass man eben halt auch sich wehren kann, eine Maschinenpistole vielleicht sogar, oder zumindest eine Pistole, etc. Und ja, dann werden die Leute schon automatisch zu den Airfields laufen, oder denn wenn da vernünftiger Loot liegt. Und zwar nicht nur in dem Eingang oben links in der Ecke, also im Nordwesten, sondern auch zu den anderen Airfields, die sie ja nachträglich mapmäßig kleiner und schlechter gemacht haben, damit da eben halt nicht mehr so viel PvP ist. Und das fände ich eigentlich so, ah, guckt euch doch mal an, wenn die viele sagen, ah, hier, so viel PvP, DayZ hat so viel PvP gehabt, gab es ja früher so viele Schreier. Guckt euch mal die Steam- und Twitch-Charts an. Die Battle, hier, Players Unknown Battleground, überall auf Platz 1. Woran liegt das? Weil die genau die Leute sowas spielen wollen und die Leute wollen auch sowas sehen. Die wollen nicht einfach nur wie hier, ja, ich mache mir mal ein Lagerfeuer permanent sehen. Das ist mega langweilig auf Dauer. Das kann man 2-3 Mal machen und dann ist das Thema durch. Und das haben sie halt hier verpennt, weil sie auf die Schreihälse gehört haben, anstatt auf,
Ja, es klingt zwar ein bisschen eingebildet, aber zum Beispiel auf Leute wie mich, die auch einen Server betrieben haben, die gesagt haben, Leute, damit kriegt ihr keine Spieler auf dem Server, das ist langweilig. Macht doch mal etwas, damit die PvP machen, die in Gruppen hier über die Map laufen und sowas, damit die auch Spaß an dem Spiel haben. Ja, von uns wird ja nicht gehört. Und wir wurden dann sogar noch beleidigt von den Moderatoren. Weil wie gesagt haben, das ist doch unrealistisch, macht doch mal etwas, was Spaß macht, so. Oh, hoppla. Ja, das lief ja nicht so wie gedacht. Wollen wir mal gegen den Zombie kämpfen? Mit dem Messer? Ja, komm, machen wir mal. Alter, du hast mich noch getroffen? War 10 Meter weit weg? Aber ich dich nicht. Ja. Und du haust nicht mal und triffst. Das ist ja geil. Aber das ist so, was ich an diesem Spiel nicht verstehen kann. Ja. Und dann hast du nicht mal was. Läuft. Ja. Ja, kriegen wir den hier noch irgendwo? Im Baum? Ja, super, es ist halt ein Millimeter weiter nach links gelaufen. Naja, ein paar Zentimeter. Nein! Ah, dieses Spiel macht mich irre! Bist du ein Hirnaffe, ey? Dieses Spiel. Ey, fick dich doch mal! Krass, jetzt fällt hier alles runter. Nervt aber auch ein bisschen, so ein bisschen weggeworfen. Alter, dieser Hirnspasti macht nicht... Warum ärgert mich dieses Spiel so oft? Ein Spiel soll nicht ärgern. Ja, das ist... Ja. Aber ihr mögt ja DayZ auch gucken. Ist ja nicht so, dass ich mal sagen kann, ah, ich kann DayZ nicht mehr. Gab's mal. Viele Leute verloren. Leute, die das nicht verstanden haben. Ich guck das da und wenn das nicht mal läuft, dann höre ich auf. Der macht sowieso nichts anderes. Doch. Das alles andere finde ich scheiße. Ja, tut mir leid. Man kann es nicht jedem recht machen. Tut mir leid, dass ich da bin. So, wir sind kurz vor Lamba Vil Berenzino. Ihr wisst, Mega Action. Da wurde angesagt, Mega Action. Das wollen wir auch probieren. Ich habe probiert, einen blöden Apfel zu pflücken. Aber mein Hirnspastiv-Typ hier ist nicht in der Lage, gerade vor einem Baum stehen zu bleiben. Sondern er musste ja immer nach links an Baum vorbeilaufen. Und dann stimmt natürlich der... Man kann natürlich nicht überall an einem Baum nach Äpfeln suchen. Es muss immer ein ganz spezieller Winkel sein, nach dem man sucht. Ihr kennt, so sind Bäume nun mal. Bäume lassen sich immer nur von einem ganz speziellen Winkel ab suchen und pflücken. Ja, die Stufe. Die Stufe da. Da kommt man nicht rüber. Ich höre bei mir Sarkasmus aus. Ich glaube, es ist einfach nur genervt sein von diesem Spiel. Ach, ehrlich, warum ist dann hier genau hier die Lücke, wenn man... Ich sag dazu nichts. Ja, das ist schön, dass du dich hungrig fühlst. Das nervt auch ein bisschen. Egal. Ich habe auch gerade gedacht, ich könnte auch einen Essens- und Hungerbalken sehen, damit ich auch selbst einschätzen kann, wie weit ich laufen kann und wie weit nicht und wann ich wirklich nach Essen suchen musste. Einfach nur, ich fühle mich hungrig. Ja, gut. Aber in echt kann ich mich auch hungrig in verschiedenen Stadien fühlen und ich merke das auch. Und ich weiß, oh, jetzt sollte ich mal langsam wirklich was anfangen zu suchen oder, ach, eine Stunde halte ich noch locker durch. Das habe ich im Gefühl. Ich bin ein Mensch. Ich habe das gelernt im Laufe meines Lebens. Ich bin keine 3.